Es ist schon wieder soweit. Ich stelle euch heute eines meiner absoluten Lieblingsspiele vor. Und zwar ist es Viticulture in der Essential Edition. Und ich nenne euch fünf Gründe, warum das ein wirklich großartiges Spiel ist und warum ihr euch das mal anschauen solltet. Willkommen bei Better Board Games, dem Kanal, bei dem wir eine Mission verfolgen, nämlich euch die besten Brettspiele zu präsentieren. Ich bin Thomas und heute geht es um Viticulture und zwar in der Essential Edition. Ich gehe gleich noch ein bisschen näher darauf ein, was für verschiedene Editions es dazu gibt. Es ist ein Spiel von Jamie Stegmaier und Alan Stone, erschienen bei Stonemaier Games, dem Verlag von Jamie Stegmaier, bei uns in Deutschland bei Feuerland Spiele erschienen. Ist aus dem Jahre 2015, ist für 1 bis 6 Spieler ab 13 Jahren, dauert mit einer Dreiviertelstunde bis 90 Minuten angegeben. Das hängt wirklich sehr von der Spieleranzahl ab. Und in Viticulture hat jeder sein eigenes Weingut, was er betreibt. Und da muss man eben alles machen, was man auf so einem Weingut eben macht, inklusive halt auch den Wein herstellen und dann verkaufen. Das machen wir über eine bestimmte Rundenanzahl. Im Endeffekt ist es ein kleines Wettrennen. Und wer quasi am schnellsten irgendwie die meisten Siegpunkte macht, der gewinnt das Spiel. Und für mich ist es wirklich ein sehr, sehr thematisches, tolles Eurogame, das einen ganz festen Platz in meinem Herzen hat, dass ich immer wieder mal raushole und immer wieder mal spiele. Und ich nenne euch jetzt 5 Gründe, warum das der Fall ist. Der erste Grund, warum mir Viticulture so gut gefällt und warum dieses Spiel auch heute noch immer wieder bei uns auf dem Tisch landet, ist die Tatsache, dass es einfach so zugänglich ist. Es ist ein wirklich wahnsinnig intuitives und leicht zu lernendes Worker-Placement-Spiel. Das ist, wie gesagt, der Grundmechanismus. Das heißt also, wir haben alle unser eigenes Tableau, das ist unser Weingut, das bauen wir auch der Reihe nach aus. Aber in der Mitte ist der zentrale Spielplan und da setzen wir unsere Arbeiterfiguren ein, um bestimmte Aktionen zu triggern. Das ist ein Konzept, das mittlerweile eigentlich jeder schon kennt. Und wie gesagt, alles, was man da macht, ist wirklich wahnsinnig intuitiv. Es ist nicht sehr komplex, das zu verstehen. Wie man es dann umsetzt, ja, da kann man schon irgendwie ein bisschen drüber grübeln, aber der Einstieg ist wirklich unfassbar leicht. Und das Coole ist, es ist trotzdem nicht zu banal. Also man hat schon so ein paar kleine Eigenheiten von Worker Placement. Zum Beispiel gibt es einen Grande, einen großen Arbeiter, den hat jeder. Den kann man auch irgendwo dazusetzen, wenn das Feld eigentlich schon blockiert ist. Dann ist es auch so, dass der Spielplan in 2 Jahreszeiten eingeteilt ist und man setzt erst quasi in der ersten Jahreszeit alles ein und wenn man dann damit durch ist und alle gepasst haben, geht man in die nächste Jahreszeit. Da gibt es also unterschiedliche Aktionsfelder auch. Muss man also ein bisschen auch planen, wie viele Leute nimmt man dann mit in die nächste Jahreszeit. Aber auch das ist alles immer noch intuitiv total gut begreifbar und deswegen ist es ein Spiel, bei dem ich sagen würde, ist auch ein richtig gutes Gateway-Spiel. Grund Nummer 2, warum mir Viticulture so gut gefällt, baut ein bisschen auf diesem intuitiven Einstieg auf. Denn alles, was man in dem Spiel macht, ist total thematisch. Was muss man machen, wenn man ein Weingut führt? Ja, wir müssen Reben pflanzen. Wir müssen von diesen Reben Trauben ernten. Wir müssen aus diesen Trauben dann Wein herstellen. Den Wein, den müssen wir in unserem Keller einlagern. Und je länger der da reift, umso wertvoller wird der. Und irgendwann reicht der Keller nicht, dann müssen wir den erstmal ausbauen. Und wenn wir besseren Wein machen wollen, müssen wir Bewässerungsanlagen irgendwie dahin bauen, damit wir den tolleren Wein irgendwie gestalten. Es kommen Besucher bei uns irgendwie aufs Gut, die wollen eine kleine Führung haben und die wollen, dass man ihnen ein paar richtig schöne Weine andreht. Und all das ist wirklich total thematisch. Es fühlt sich wirklich so an, als würde ich mein kleines Weingut da verwalten. Und ich kann halt auch in jedem Spiel so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Das werden wir jetzt im nächsten Punkt besprechen. Dass das Spiel so viele strategische Möglichkeiten bietet, ist wie gesagt schon einen eigenen Grundwert. Mein Grund Nummer 3, warum ich das Spiel so gut finde. Denn es ist natürlich klar, als Winzer wollen wir Wein anbauen. Und ich habe ja gerade schon erklärt, wie das abläuft vom Grundprinzip. Und da würde man einfach denken, ja klar, da mache ich eigentlich immer das Gleiche. Aber es ist nicht so. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie ich mein Weingut ausbaue und auf welchen Wein ich mich spezialisiere. Ob ich vielleicht Champagner oder Sekt irgendwie herstellen möchte. Ob ich irgendwie viele kleine Bestellungen mache oder irgendwie versuche, richtig große Bestellungen zu machen, die viele Punkte geben. Ich habe sogar schon mal ein Spiel gespielt und auch gewonnen, bei dem ich überhaupt kein einziges Mal Wein verkauft habe. Denn man kann auch über andere Arten und Weisen Punkte machen. Also viele von den Gästen, die kommen, also die Besucher, die auf dem Weingut irgendwie eine Führung haben wollen oder die einfach irgendwas vorbeibringen oder mal Hallo sagen wollen, die bringen alle möglichen Boni und teilweise auch Punkte, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt. Und auch damit kann man, wenn man seine ganze Strategie darauf irgendwie aufbaut, auch gewinnen. Es ist ein bisschen glückslastiger und ein bisschen mehr vom Zufall abhängig und es ist auch keine garantierte Siegchance, aber man kann es auch hinkriegen. Und das macht Spaß. Also sich unterschiedlich zu entwickeln und generell vom Spielflow schon auch immer was Ähnliches zu machen. Deswegen kann man das auch beim wiederholten Male auch sofort gleich wieder irgendwie sich ins Gedächtnis zurückrufen, wie das alles funktioniert. Aber es ist eben nicht immer das Gleiche, sondern da steckt wirklich viel verschiedene Elemente drin und man kann unterschiedliche Strategien verfolgen.
Der nächste Grund, Grund Nummer 4, ist wahrscheinlich recht schnell abgehandelt, aber ich finde es trotzdem so prägnant, dass ich es hier erwähnen möchte. Und es ist tatsächlich ein Grund, warum mir das Spiel gefällt, aber es könnte sein, dass für manche von euch das ein Grund ist, warum euch das Spiel vielleicht nicht gefällt. Und zwar hat es eine zwar klare Rundenstruktur, aber es gibt keine feste Rundenanzahl, sondern es gibt sozusagen eine Siegpunktleiste und wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist, dann wird dadurch das Ende des Spiels getriggert. Und dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann schaut man, wer die meisten Punkte insgesamt gesammelt hat. Also es ist im Endeffekt ein Wettrennen. Wir versuchen möglichst schnell auf diese Siegpunkte zu kommen. Das ist bei Jamie Stackmeyer Spielen ja häufig der Fall. Scythe ist zum Beispiel ja auch im Grunde ein Wettrennen, wer diese Sterne da am schnellsten platziert. Heißt noch lange nicht, dass man dann auch gewinnt, wenn man das triggert, aber man setzt die anderen so ein bisschen unter Druck. Und mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut, weil ich als Spieler mit unter Kontrolle habe, natürlich mit meinen anderen Mitspielern zusammen, wie lange geht dieses Spiel. Und die Interaktion, die ja bei so einem Worker-Placement-Spiel immer indirekt ist, ist da einfach noch ein ganz klein bisschen höher, weil man einfach schauen muss, wie schnell die anderen irgendwie ihre Punkte machen und dann kann man vielleicht nicht die super Long-Term-Strategie machen, sondern man muss dann irgendwie ein bisschen umswitchen und muss irgendwie überlegen, okay, ich brauche jetzt die Punkte, sonst habe ich dann keine Chance mehr. Ich weiß, es gibt Leute, die würden genau das eher als Kritikpunkt sehen, weil sie das brauchen, diesen festen Rahmen und diese Planungssicherheit. Mir persönlich gefällt es aber richtig gut. Und Grund Nummer 5, warum Viticulture ein großartiges Spiel ist, ist die Erweiterung, nämlich die Tuscany Essential Edition. Das ist auch irgendwie ganz spannend. Ich habe es vorhin ja schon angekündigt. Ich wollte mal sagen, was es mit diesen verschiedenen Versionen auf sich hat. Viticulture kam ja ein paar Jahre früher schon raus als Basisspiel und dann gab es eine Tuscany Erweiterung dazu. Und irgendwann hat Jamie Stackmeyer gesagt, er macht da jetzt sozusagen eine verbesserte Version, eine Version 2.0, die Viticulture Essential Edition. Und auf der Box steht auch drauf, mit den besten Elementen der Tuscany Edition. Und das stimmt, das sind einige Sachen wie dieser große Arbeiter zum Beispiel, die gab es vorher nur in der Erweiterung, die sind jetzt im Grundspiel mit drin. Und trotzdem gibt es jetzt auch eine Tuscany Essential Edition. Das sind dann die ganzen anderen Module noch drin, die früher in der Erweiterung drin waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die machen das Spiel einfach noch besser. Also wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, dann braucht man diese Erweiterung eigentlich. Die hat insgesamt 4 verschiedene Module, die ich eigentlich immer mit reinnehme. Das eine ist so ein kleiner Area-Control-Aspekt auf so einer kleinen Karte. Da kann man verschiedene Boni bekommen, indem man da Marker draufsetzt und da gibt es so also Mehrheitenwertungen. Das ist ganz nett, das war gar nicht das Spannendste. Dann gibt es 2 Spezialarbeiter, die jeder bekommt und die haben ja spezielle Fähigkeiten, die in jedem Spiel aber anders sind. Da gibt es also für beide Arbeiter und Arbeiterinnen gibt es so ein Kartendeck und dann werden halt 2 ausgewählt und dann kann man sich diese Arbeiter freischalten. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Man kann in dem Spiel auch generell sich weitere Arbeiter noch holen und dann kann man sich eben spezialisieren Arbeiter holen, die können was ganz Besonderes und dann kann man ganz andere strategische Wege verfolgen. Das dritte, was neu dazu kommt, ist, dass das Brett nicht mehr in 2 Jahreszeiten, sondern in 4 Jahreszeiten eingeteilt ist. Also dieses Überlegen, welche Aktion mache ich denn im Frühling und dann im Sommer, Herbst und Winter, ist jetzt einfach nochmal knackiger. Man muss mehr überlegen, welche Leute nehme ich damit in die nächste Jahreszeit. Weil wenn alle Leute ihre Arbeit damit bis in den Winter nehmen, dann gibt es natürlich gar nicht genug Felder, um die da alle irgendwie unterzubringen. Also muss man genau überlegen, was die anderen Leute machen. Es ist einfach nochmal ein bisschen komplexer und ich finde auch noch ein bisschen thematischer. Und das letzte Modul, was noch mit dabei ist, das finde ich persönlich eigentlich fast schon das Spannendste. Und zwar kann man neben den ursprünglichen Holzgebäuden, die es in dem Spiel gibt, ich habe vorhin schon gesagt, Bewässerungsanlagen, Kellerausbauten und so, gibt es jetzt noch einen ganzen Stapel, einen orangen Kartenstapel, da sind nur Gebäude drauf. Und diese Gebäude geben alle unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Manche geben sogar eigene Worker-Placement-Felder, wo man seinen Arbeiter dann draufsetzen kann. Und das gibt eine unglaubliche Variabilität in dem Spiel. Natürlich ist dann noch mehr Zufallselement drin. Du kannst dann echt Pech haben, dass du irgendwie keine so tollen Gebäude ziehst und dein Nachbar, der holt sich die coolsten Sachen. Aber mir macht das total Spaß, weil die Variabilität ist einfach dann wirklich nochmal deutlich höher als nur in dem Grundspiel. Das waren meine 5 Gründe, warum ich Viticulture liebe und warum ich es immer wieder spiele. Und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, euch das Spiel mal näher anzuschauen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann.